Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir führen heute hoffentlich keine Grundsatzdebatte, über Verbrennungsmotoren, ja oder nein, über die Dieseltechnologie, ja oder nein, über klimafreundliche Gestaltung des Individualverkehrs oder über neue technische Entwicklung. Nein, das sind Zukunftsdiskussionen, die heute hier möglichst nicht stattfinden sollten. Es geht um das Hier und Jetzt, um das Hier und Heute. Und Herr Minister Wüst, wir sollten auch keine Spiegelfechtereien führen, also den Spiegel des Fahrverbotes aufstellen und dann einen netten Florettschritt machen, um dagegen anzukämpfen. Nein, niemand, und ich vermute auch die AfD-Fraktion in diesem Landtag, möchte Fahrverbote. Nein, das möchte Nordrhein-Westfalen im Interesse der Autofahrerinnen und Autofahrer, der Verbraucherinnen und Verbraucher eben nicht. Und Herr Wüst, ich glaube, es geht auch nicht, das müssen wir sowieso machen, um die Maßnahmen, um die Luft in unseren Städten zu verbessern, nämlich die Taxiflotten möglichst emissionsarm umzustellen, um neue Busse in unseren Städten fahren zu lassen, um Lieferverkehre ähnlich zu gestalten, wie die Post das tut, um den Fahrradverkehr zu fördern, wie in Kopenhagen, oder eine verstärkte öffentliche Verkehrsförderung anzustreben. Nein, darum, das müssen wir alles machen. Darum geht es heute nicht. Es geht schlicht und einfach um die Kernfrage. Wer im Hier und Jetzt nicht schnell gegenüber der Automobilindustrie eine wirksame technische Nachrüstung durchsetzt, wird am Ende Fahrverbote verantworten müssen. Das ist die Gretchenfrage, das ist die Kernfrage, um die es hier und heute geht. Und dabei gibt es Begrenzungen und klare Ableitungen. Zum einen technische Ableitungen. Das ist jetzt rauf und runter untersucht und diskutiert worden. Nur eine wirksame technische Nachrüstung kann gewährleisten, dass Fahrzeuge der Euro 5 und Euro 6 Norm auch die Vorgaben einhalten, die für unsere saubere Luft in unseren Städten notwendig sind. Es ist auch mathematisch ableitbar, weil mit Prognosemodellen man berechnen kann, welche Maßnahmen notwendig sind, um wirklich die Anforderungen der Europäischen Kommission, aber auch der gerichtlichen Anforderungen zu erfüllen. Und es ist rechtlich notwendig und ableitbar, weil wir Verwaltungsgerichtsentscheidungen haben, weil wir ein EU-Vertragsverletzungsverfahren haben und weil im Mittelpunkt dieser Entscheidung ein Grundrecht unserer Verfassung steht, nämlich die körperliche Unversehrtheit und die Gesundheit der Menschen. Und deshalb muss hier und heute gehandelt werden, und wir können nicht auf irgendwelche Zukunftsoptionen setzen. Abgasskandal tut ein Übriges. Und bei den Menschen entsteht zurzeit der Eindruck, dass man die Großen, die dafür verantwortlich sind, und es ist nicht nur VW, laufen lässt, und die Kleinen sollen dafür büßen, indem sie ihre erworbenen Fahrzeuge, unter Vertrauensschutz erworbenen Fahrzeuge, nicht mehr benutzen sollen. Und deshalb ist es gut und richtig, und ich begrüße das außerordentlich, dass die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen eine entsprechende Resolution verfasst haben. Aber da bleiben Fragen offen. In dem gemeinsamen Positionspapier heißt es, dass man eine rasche Verbesserung der Flottenwerte bei Dieselfahrzeugen durch kostenfreie Nachrüstung für Kunden von Diesel-Pkw durch Kostenübernahme, und das ist wichtig, durch Kostenübernahme durch die Automobilindustrie und durch Anreize für den Kauf von Euro 6D Temp und Euro 6D Diesel-Pkw entsprechend einfordert. Das ist gut, aber es bleiben, wie gesagt, entscheidende Fragen offen. Welche Nachrüstung genau soll eingefordert werden? Eine, die die Automobilindustrie möchte, oder eine, die für die Luft gut ist und für die Gesundheit der Menschen? Und da liegen erhebliche Kosten zwischen beiden Maßnahmen. Nach Berechnungen von ADAC und anderen, auch Umweltverbänden, kostet die einfache Billiglösung ungefähr 1,5 bis 2 Milliarden. Und die notwendige technische Nachrüstung wird im zweistelligen Milliardenbereich liegen. Und da geht es dann um die Frage der politischen Durchsetzbarkeit. Wird Nordrhein-Westfalen auf Bundesebene eine Initiative starten, um die Bundesregierung dazu zu zwingen und gegebenenfalls auch den Bundestag gesetzlich diese Nachrüstung
auch einzufordern. Und das ist notwendig, weil die Zeit drängt. Es bedarf nämlich einer entsprechenden Typenzulassung, dann auch noch beim Kraftfahrzeugbundesamt. Das bedeutet zeitliche Dimension, um dann am Ende des Tages das so wirksam werden zu lassen, dass die anstehenden Gerichtsentscheidungen beispielsweise durch das Bundesverwaltungsgericht nicht zu anderen Maßnahmen zwingt. Also die Zeit läuft uns davon und deshalb ist es notwendig, dass hier die Landesregierung, dass der Landtag eine entsprechende Initiative startet, die Klarheit einer Nachrüstung auch präzisiert und der politische Druck auch gegenüber Bundesregierung, Automobilindustrie und Bundestag auch von Nordrhein-Westfalen im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher ausgeht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Remmel.